Servus und schön, dass du jetzt das Video anschaust. Es geht um die Rauhnächte. Ganz besondere Nächte jetzt zum Jahreswechsel beginnen in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember und enden sozusagen mit dem Heiligen Dreikönigstag, dem 6. Jänner. Somit ist der 5. Jänner die letzte Rauhnacht. Wir haben also 12 Nächte und diese 12 Nächte sind auch ein Sinnbild für die nächsten kommenden 12 Monate. Das heißt, jede Nacht auch ein Sinnbild, sozusagen jede Nacht stellvertretend für ein Monat. Von 24. auf 25. zum Beispiel für den Jänner, von 25 auf 26 für den Februar und so weiter. Und da gibt es ganz, ganz tolle Rituale, also zum Beispiel das Ausräuchern vom Haus und Wohnung, sich aufzuschreiben, Dinge, die du loslassen möchtest, Dinge, für die du dich bedanken möchtest. Es geht einfach darum, dass du in dieser ganz magischen, besonderen Zeit und einfach, man nennt sie auch lange Nächte, also das sind einfach diese Nächte. Warum? Weil diese Nacht zum Beispiel, der Tag ist ja viel kürzer als die Nacht, die Nächte sind viel länger. Und gerade um diesen Jahreswechsel sind sehr, sehr viele einfach auch emotional in den verschiedensten Schwingungen unterwegs. Und viele denken sich, das ist so eine komische Zeit, aber das hat halt einfach auch von der Tradition her und das tut halt auch einfach etwas mit uns. Und dazu gibt es ganz, ganz viele verschiedenste, unterschiedliche Rituale, unter anderem eben auch eine Art Wunschritual für die Rauhnächte. Und dazu möchte ich dir einfach ein bisschen was erklären. Du nimmst einfach ein wunderschönes großes Glas oder eine Schachtel oder irgendetwas. Du nimmst 13 Karten, am besten immer natürlich auch die gleiche Farbe und die gleiche Größe. Und dann überlegst du dir 13 Wünsche. Ja? Am besten ist, du schreibst das am 24. Dezember auf. Solltest du da wissen, dass du da keine Zeit hast, mach es vielleicht schon vorher. Wichtig vielleicht ist auch noch für dich zu wissen, dass du diese Wünsche nicht schreiben sollst für die Zukunft und sie sollen auch bitte nicht negativ verfasst sein. Also bitte nicht schreiben, ich möchte nicht mehr krank sein oder so. Oder aber auch nicht, ich würde gerne gesund werden. Sondern wenn du das schreiben möchtest, dann schreibst du drauf, ich bin gesund, vital. Ja, das heißt, der Ist-Zustand ist da. Und 13 solche Wünsche, in welcher Form auch immer, die schreibst du auf. Und dann legst du das so zusammen, damit du es nicht mehr erkennst und nicht weißt, welcher Wunsch da drinnen ist. Und dann gibst du das in ein Glas. Deine 13 Wünsche oder in eine Box. Und jeden Abend, beginnend am 24. Dezember, nimmst du einen der Zettel heraus, haltest ihn ganz fest, machst ihn nicht auf und liest nicht nach. Und kommst in eine gute Stimmung und sagst, dieser Wunsch, der geht 2021 in Erfüllung. Und dann lässt du los, zündest ihn an, geht auch in einen Wok, geht in einer feuerfesten Auflaufform, wenn du in einer Wohnung bist. Ansonsten kannst du natürlich auch hinausgehen ins Freie, kannst dich auf die Terrasse stellen, so wie ich das mache, und kannst dort ein kleines Feuerritual machen. Und das machst du Abend für Abend. Und dann bleibt am 5. ein Zettel über. Und diesen Wunsch, den machst du dann auf. Und um diesen Wunsch, ja, um den musst du dich dann selber kümmern nächstes Jahr, damit er in Erfüllung geht. Alles andere wird in Erfüllung gehen. Das heißt, wenn du von der Energie her drauf bist, wenn du sagst, ja, das möchte ich wirklich, dann sollen diese Rituale dazu dienen, es dir leichter zu machen. Und ganz bewusst positiv in die Zukunft zu blicken. Zum Thema Rauhnächte gibt es noch viele, viele andere Dinge. Da gibt es sehr viele Dinge, die du im Internet nachlesen kannst. Ich habe mir nur gedacht, ich möchte dir einfach für diese Tage
ja, dieses Ritual ein bisschen vorstellen, möchte dir das zeigen. Denn ja, so wie dieses Kli 9, diese 9 Tage Reinigungskur, die ich auch immer wieder mache, 9 Tage Urlaub für meinen Körper von mir selber. Davon hörst du ja von mir dann im nächsten Newsletter. Aber auch diese 12 Tage sind etwas ganz Besonderes. Und es geht eben darum, früher war das so, dass diese Rauhnächte dazu genutzt worden sind, weniger zu arbeiten, wirklich nur zu feiern und ganz viel Zeit mit der Familie zu verbringen. Ganz viel in Ruhe und ganz viel in Stille. Und ich denke, vielleicht ist gerade dieses Ja und dieses Abstand halten und zu Hause sein und in Ruhe sein, ja, mal auch die Möglichkeit für dich, mit so einem Ritual zu beginnen oder dich damit zu beschäftigen. Ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit, einen guten und gesunden Rutsch ins neue Jahr und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bussi, die Sandra.